Hallo in the Poem, meine Freunde, willkommen hier zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute in War Thunder, diesmal mit dem JS2, ein ziemliches sowjetisches Monster. Also ja, wurde auch, glaube ich, der Tiger oder der Tigerkiller, wie auch immer genannt. Ihr könnt mich jetzt irren, aber war so ziemlich die Antwort von den Sowjets auf alle schweren Panzer der Deutschen zu der Zeit. Ja. Dickes Ding, hat eine 12,2 cm Kanone, die richtig reinfetzt. Da ist auch die HE-Munition ziemlich stark, aber ich werde heute mal hauptsächlich mit der normalen APG-Round spielen, das heißt mit der hier. Die hat, glaube ich, ja, auf Angles, also auf Schrägen halt besseren Durchschlag noch. Also nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, hat recht viel Panzerung, ziemlich viel Panzerung eigentlich. Geht ganz schön in Ordnung da, 2 und, ja, okay, 130, aber sie, man sieht sie 160, ja, bla 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 bla. Ist eigentlich, ja, medium schnell, würde ich sagen, im Vordergang, aber in der Rückwärtsgeschwindigkeit, lustigerweise auch 14,3 km/h, also sehr, sehr schnell im Rückwärtsgang, also beim Rückwärtsfahren. Einziger großer Nachteil, die lange Nachladezeit, also 24,6 Sekunden, das dauert schon, bis man die fette Gandrin nachgeladen hat, aber sie fetzt dafür umso mehr rein. Ja, ich glaube, mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen. Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich in der Schlacht. Gut, wir sind jetzt hier in Seversk 13. Ne, ja, eh lustige Map. Geht ganz gut in Ordnung. Nur... ja, es ist wenig los. Wenig los, wie immer. Da vorne wurden wir angehittet. Aber mehr sehe ich aber auch noch nicht. Okay, der... neue M4. Also der mit der T... kratzt da komplett am Beton herum. Mit der neuen T26... also mit dem T26-Turm. Auch ziemlich cooles Ding, sicher. Das muss ich mir auch mal... also muss ich mir auch mal vornehmen zu erforschen. Ja, was es noch zum JS2 zu sagen gibt, so wie jeder sowjetische Panzer auf DBR, er hat keine Depression, also er kann nicht nach unten zielen, wirklich viel. Ist halt auch ein großer, großer Nachteil, aber muss man leider einstecken, wenn man die spielt. Insgesamt den gesamten Forschungsbaum. Das zieht sich nämlich durch, bis zum bitteren Ende halt. Gut. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, aber ja, auch egal. Ja. Was ich nicht verstehe, die Gegner campen gerade ziemlich. Also, anstatt dass jeder oder zumindest ein paar zum Punkt fahren, hocken die dann nur auf der Anhöhe und machen gerade nichts. Was recht langweilig ist, aber ja, ja. Naja, was sollen wir machen? Hör. EA wird jetzt eingenommen. Und der M53, der hat anscheinend was gefunden. Ein kleiner Min, egal, kleiner Fundling der. Ich gehe mal davon aus, dass da wer entlang fahren wird. Schätze ich. Ja, okay, das ist kacke. Ich habe nicht weit nach oben gezielt. Nicht weit genug. Wollte nämlich die mittlere Platte treffen. Die hat nämlich wohl Blödsinn. Fahr, 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 bitte nicht. Ich will keinen Motorschuss haben. So, nachgeladen habe ich. Da haben wir schon einen. Ja, endlich mal einen Kill. Bam. Dreh mich. Der Panzer B6 Befehlswagen-Typ
Porsche-Tiger müsste da auch noch sein. Zack, nächster. Ein KV2. Apropos Kacke. Porsche Tiger, was mir gerade einfällt, ich habe nämlich ein Video, eben das seht ihr, habt ihr schon gesehen wahrscheinlich jetzt, hochgeladen und da fällt mir gerade ein, dass ich Porsche Tiger geschrieben habe im Titel, obwohl das eigentlich nicht ein Tiger von Porsche ist. Nur der Turm ist von Porsche. Nämlich der Tiger 2. Oh, ich habe so gehofft. Gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich wollte nämlich nicht die mittlere Platte treffen, weil ich habe keine Ahnung, ob die verstärkt hat auf 200 mm. Dann ist es nämlich ein bisschen ungut. Okay, ein Problem weniger. Okay, endlich mal auch nachgeladen wieder. Da sollte irgendwo noch ein Panther rumfahren. Und eine Flak. So eine Sonderkraftfahrzeug Flak. Sollte da noch irgendwo herumcruisen. Wo ist der Panther hin, ist die Frage. Ist das ein Gegner? Nee. Ich glaube, der ist schon weitergefahren. Ja, da haben wir. Okay, gut. Leider nicht mein Kill. Auch ein JS2, der ihn gekillt hat. Ja, spawnt er wer nach? Nee. Normalerweise spawnt er nämlich immer wer nach und man wird sofort wieder gekillt, wenn man einfach die Straße da entlang fährt, wenn man ihn wegen killt dort. Leichte FPS-Einbrüche. Was machst du da? Moin! Tschüss. Was macht der da? Hockt da in der Ecke und schaut nur dumm. Okay. Interessant. Soll mir aber recht sein. Kill is kill. Ich höre sie, die Flugzeuge. Aber wo? Wo sind sie? Hier ist noch mehrere offene Fenster. Okay. Hinter mir. Ich glaube, irgendwas ist hinter mir. Oder? Hab's gewusst, ich hab's gewusst. Bam! Ich hab's gehört. Ich sage euch, wenn man Warfunder nicht mit Kopfhörern spielt, ist das wirklich, man hat so einen fetten Nachteil. Ich habe das nämlich auch für eine lange Zeit gemacht, dass ich nicht mit Kopfhörern gespielt habe und bereue es. Weil man hat so groß, also so viele Vorteile davon. Man hört Flugzeuge, man hört alle Panzer in der Umgebung. Jetzt habe ich glaube ich nichts mehr. Nur den C3485 und ich glaube den JS2 in der Ferne höre ich auch noch. Da hat eine Stucker gerade Suizid begangen, aber okay. Gut. Wenigstens nicht mich mitgenommen irgendwie. Okay, da ist ein Gegner. Ja, okay, er probt. Ja, okay, das ist asozial. Die Technik, die ist asozial. Rückwärts fahren mit dem JS2. So dass man immer nur den Motor treffen kann und sonst nichts durchdringt. Ich meine, klappt aber auch nur so lang, bis man halt keine Feuerlöscher mehr hat, weil dann hat man ein Problem. Dann brennt man irgendwann aus. Außerdem hat ein Team, mit der eben Feuerlöscher mit hat, dann ist man sehr im Vorteil eigentlich. Wo war der Gegner eigentlich jetzt? Sieht nämlich nichts. Ah, doch, doch, doch. Hacke. Wie gesagt, er ist größer. Beziehungsweise, dass man ihn schon sieht. Ja, man sieht wirklich die. Ja, Depression ist nicht vorhanden. Also, man könnte glauben, dass die immer noch geradeaus ausgerichtet ist, die, also die Kanone.
Oh, 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 oh. Okay, nicht auf mich. Nicht auf mich. Das war eindeutig, glaube ich, ein Revenge-Kill. Sonst hätte er mich, glaube ich, genommen. Hops genommen. Panther kommt. Oh, gut. Ich hätte gedacht, dass ich gleich in die Luft fliege. Durch irgendeine Bombe, aber wenigstens noch einen Kill gemacht. German Russian. Der Name. Okay. Final Blow. Den letzten Kill noch gemacht. Und Heavy Metal Hero. Hä? Ich hab's gerade eh auf Video. Ihr habt's doch selber gesehen. Da war nicht die. Hä? Dieses Gewinnding halt. Wie viele Kills man hat und das alles. Die haben das aber nicht rausgenommen, oder? Weil ich habe das eigentlich immer cool gefunden. Aha, interessant. Naja. Ich hoffe, das wird so. Also ich hoffe, mein Spiel ist nicht so viel kaputt, aber es wird schon passen. Ja. Gut. Ich würde sagen, das war das Video. Ein bisschen kürzeres. Ja, ich meine, muss ja auch nicht 10 Jahre gehen, das Video. Ja. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Ja, nein, eigentlich nicht. Das ist ein fetter Weak Spot vom JS2. Überhaupt, wenn man gegen zum Beispiel Jumbos spielt, obwohl man die sogar durchdringen kann, aber trotzdem, die können einem so leichter durchdringen durch diese Commander Hatch da. Ist die beim JS2 weg? Den habe ich nämlich noch nicht. Ne, der hat den immer noch. Okay, das ist Kacke. Das ist Kacke, aber der hat dafür eine bessere Hull. Okay, interessant. Gut. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Lasst ein Like, Abo, Kommentar, irgendwas. Das würde mich wirklich, wirklich freuen und den Kanal sehr unterstützen. Und wir sehen uns vielleicht noch heute oder auch morgen im nächsten Video dann. Habt einen wundervollen Tag. Genießt das schöne Wetter, falls ihr bei euch schönes Wetter habt. Ich habe nämlich schönes Wetter und werde es auch genießen jetzt dann. Und ciao!